Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Miss Survival. In der letzten Folge sind wir hierher gekommen, weil wir eigentlich Metal Scraps und Components, also Schrott und Werkzeuge suchen. Gut, Bretter sind auch nicht schlecht. Guck mal hier. Ja, das ist vielleicht das falsche Werkzeug. Okay. Dann machen wir wieder Lärm und rufen, glaube ich, unsere nicht ganz so freundlichen Nachbarn auf den Plan. Aber egal. Aha, das war die Axt. War die Axt, die jetzt das Zeitliche gesegnet hat. Zum Glück haben wir noch eine neue mit. Weiter geht's. Und bevor ich es vergesse, wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich abonnierst. Und bald geht ein neues Projekt los und da wäre es ganz gut, wenn du darüber informiert werden willst, dass du die Glocke abonnierst. Ja, und über ein Däumchen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Aber jetzt suchen wir erstmal weiter nach... Ja, alles, was man hier zerdeppern kann. Die Tonnen... Nein, das geht nicht. Geht die Tonne? Auch nicht. Hat man schon. Und die Leiter? Nein. Weil, komischerweise, manche Sachen gehen, ne? Die kann man zerkleinern. Ja, die Müllsack natürlich nicht. Das wäre es natürlich, ne? So ein Wohnwagen hier zu legen. Ich glaube, da bleibt dann einiges hängen. Aber gut. Nicht. Geht auch nicht. Ja, klingt schon mal nach Holz, aber kann man auch nicht zerlegen. Die Tonne auch nicht. Gut, dann nehmen wir unseren Koffer und gehen einfach weiter. Dankeschön, auf Wiedersehen. Natürlich vorsichtig wie immer, ne? Kann ja auch irgendwo der Bär sein. Schon mal lieber weiter. Ich stell den Koffer mal her und schau mal vorne in die. Die Tankstelle. Ist hier irgendwo der Bär? Ich hab so Schiss vor dem Bär, ich sag's ganz ehrlich. Aber ich glaube, hier kann da jetzt gar nicht kommen, oder? Ah ja. Ja komm, stellen wir uns mal hierher. Ah, hier geht's gar nicht. Wir haben keine Stamina mehr. Ja, komm. Gleich haben wir es. Ja,
Einmal nach. Ah, noch einmal. Holz aus dem Auto. Okay. Muss man nicht verstehen. Aber gut. Wir schauen mal freundlicherweise hier rein, ob es da was gibt für uns. Baseballschläger, nie verkehrt. Mal da rein. Unsere Stamina, hier mal auf, da ist ein Autoreifen. Ein Autoreifen, kann ich den mitnehmen? Ja. Na komm. Ah, ich glaube, das schafft man nicht ganz. Ja, da. Und wieder Holz. Ah, Zündkerzen waren dabei. Auch ganz gut. Mal noch an die Tankstelle, weil da gibt es scheinbar ein T-Shirt. Grüß Gott. Er könnte auch mal wieder sauber gemacht werden. Also könnte der Bär reinkommen. Wir sind voll. Für Equipment, ne? Tun wir jetzt gleich mal den Baseballschläger raus. Nehmen die Schuhe mit. Die können wir ja dann anziehen. Laufen wir dann besser oder wie funktioniert das? Nehmen wir lieber statt dem Baseballschläger das Papier mit. Trinken wir hier gleich mal die Dose, die Eier, die wir haben. Können wir die noch mitnehmen? Und hier vorne war noch Papier irgendwo. Ja, doch immer auch mit. Na komm. Das ist immer noch. Das ist eh nix. Eh nix. Darum, Wetter. Ah, Tape, was ist das jetzt? Batterien. Ja, muss ich andermal nochmal herkommen. Weil ich habe jetzt nicht so viel Platz. Unseren Koffer hingestellt. Ah, da hinten haben wir, ne? Hier ist ja keiner. Geh mal lieber auf die andere Seite, weil dann sehe ich das Ulheim gleich kommen. Bin immer so leicht nervös, wenn ich irgendwo in der Gefahrenzone bin. Warum wohl? Hm?
Okay, wir brauchen unbedingt den Koffer. Dann holen wir den mal schnell. Laden erstmal die Sachen um. Mach das Deck weg. Mach das Deck weg. Mach das Deck. Batterie brauchen wir jetzt nicht. Autoreifen, komm mal rüber. Hier ist, glaube ich, noch ein Auto. Gut, also Blätter muss ich mitnehmen. Muss ich mitnehmen, unbedingt. Jo. Und wir haben gleich das nächste Auto zerkleinert. Wäre ein cooler Nebenjob, oder? Auto zertrümmerer. Keiner gesehen? Nein, nein, nein. Rest noch auflesen hier. Und noch ein 8. Stack. Nee. Gut. Hier hat man noch ein Auto zum Zerkleinern, oder? Natürlich noch mit, wenn wir einmal hier sind. Warte, dazwischen speichern. So. Na? Gut. Haben wir da wieder einiges? Haben wir hier noch was im Kofferraum? Oh, Verbandsmaterial. Immer gut, immer gut. Gut, aber jetzt gehen wir wieder nach Hause. Wenn wir den Bären nicht treffen. Stamina hebe ich mal auf. Als der Bär kommt, dass ich noch welche habe. Ne? Ein Hänger ganz allein im Wald. Ist dir nicht kalt? Hat er was finden oder? Da kann man nichts finden. Kann man da was finden bei dem Auto? Nein. Oh, ein Blatt. Ja, immer diese Leute, die hier Müll im Wald rumliegen lassen. Gar ganze Autos. Ah, 2 Liter, okay, okay, die nehmen wir natürlich mit.
Kann man denn da? Handschuhe, Handschuhe, Equipment. Machen wir mal. Gloves. Ah, hab schon welche. Ich hab schon welche. Aber nehme ich die trotzdem mit. Und den Koffer nehme ich auch mit. Das ist ja nice. Hier ist auch Benzin drin. Also wir merken uns hier beim Hänger, lasse ich jetzt hier einen Koffer liegen. Können wir es beim nächsten Mal ja dann holen. Ich weiß, wir können dann ohne Koffer her und hätten hier dann einen hier. So, ab nach Hause. Oh, was wird hier gewandt? Aha. Warnung vor dem Bären quasi. Aber da ist, glaube ich, mehr auf der anderen Straßenseite drüben, wo die Banditen sind. So. Haben wir unser Auto ja bald zusammen? Bald fahrtüchtig? Das nehmen wir natürlich noch mit. Jo, komm. 3, 2, 1. Ja. Nichts geht über ein Blatt. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Aber auch nicht in den Mund. Ja? So, auf geht's nach Hause. Ja, sollte die Stamina noch ausreichen. Wir wandern ja so gerne mit meiner Laterne, die ein Koffer ist. So. Machen wir die Säge hier draußen noch fertig. Tata. Und da können wir Bretter machen. Okay. Das nehmen wir gleich mal mit fürs Auto. Das ist die bessere Zündkerze. Wie 9:30 und wir haben schon so eine Tour hinter uns. Okay, die Reifen sind schon mal niegelnagelneu. Schon mal ganz, ganz gut. Windkerze. Ja, ich glaube, ein bisschen Benzin können wir auch schon mal reinfüllen, ne? Also brauchen wir nur noch einen Reifen und dann könnte man eigentlich
eigentlich. Die nehmen wir jetzt mal mit rein. Lieber Koffer, möchtest du bitte mitkommen? Erstmal wegen die Bretter. Kann man das hier fertig bauen oder was bauen wir dafür? Brauchen wir noch. Okay. Jetzt soll das Problem nicht sein. Oh. Machen wir den noch weiter. Und haben wir den noch kleine Stück hinter, ne? Noch Stück hinter, hinter Kinder. Nee, ich will den hinter haben. So noch ein bisschen hinterstellen. Ach, keine Ahnung, vielleicht geht er nicht weiter hinter. Noch unterschiedlich groß. Hm? Keine Ahnung. Da können wir nämlich einen Werkzeugschrank machen, der nur für Werkzeug ist. Blätter haben wir auch genügend. Was haben wir da? Verbandsmaterial. Haben wir ja noch im Koffer. Ah, fürs Auto. Gut. Nehmen wir die Flasche, nehmen wir noch mit raus. Das Essen nehmen wir noch mit raus. Wir können ja Loot All. Stellen wir den Koffer mal hinten in die Ecke hin. Die Bandagen, die sollten wir eigentlich generell dabei haben, wenn wir irgendwo hingehen. Den Metal Scrap machen wir noch rein. Ach genau. Ein Batterieschrank, dann machen wir den hier, den mittleren, zum Werkzeugschrank. Weil sowas gehört ja in die Werkstatt, ne? Machen wir in der Werkstatt. Immer Batterien drin. Wenn die ist 100%, dann würde ich die vielleicht zuerst nehmen. Egal. Brauchen wir hier noch, brauchen wir 4 von dem und 4 von dem. Und hier alles. Also wir brauchen noch ein paar Bretter. Vier von dem, vier von dem. Dann machen wir die mal hier fertig. Lup. Lup. Boah, das sind die.
Die zwei roten sind für Autoteile. Wir kommen hier Werkzeuge rein und Kleidung. Hier könnte man noch irgendwie das Holz was machen. Ne? Schauen wir dann mal. Wie schaut es eigentlich aus, wenn man jetzt die Gartenzäune machen will? Das kann man ja auch irgendwo machen, da Zäune. Haben wir die Sticks und Sticks. Das heißt, wir brauchen noch mehr von dem Zeug. Diese Sticks, wo macht man denn die? Auf die? Mal gucken. Okay, gut. Dann kriegen wir ein paar von denen weg. Halbe Stunde, perfekte Mittagszeit. Und was brauchen wir dann noch? Was ist B? 2 Components. Okay. Ich will das mal ein bisschen sicherer machen. Müsste doch mit so einem Ding gehen hier, oder? Ja. Ach, man kann das gar nicht oben machen. Doch. Jetzt drehen, drehen, drehen. So, dann so. Ich brauche was zu essen. Ganz dringend, sonst sterbe ich. Die Dose hinterher, dann steigt die Stamina wieder, wobei die ist schon voll. Trinke noch weiter. Harvest, Tool not found, Tanzband, Harvest Equipment. Was bringen eigentlich die Schuhe? Walking Speed, aha, 5% und die Handschuhe? Protection, very bad, okay. Okay. Wie ist rein? Ja, würde ich sagen, gehen wir noch mal vor. Was zu essen haben, noch dabei, zu trinken auch, genau. Haben wir noch mal vor, ob es da vorne noch was zu looten gibt. Ein Köfferchen haben wir ja schon drin in der Nähe. So, wir nehmen die Abkürzung bei den Banditen vorbei. Das Einzige, was jetzt nicht so günstig wäre, wäre Nebel. Weil wir, glaube ich, nichts haben, wo wir uns unterstellen könnten. Also wenn, dann müssten wir halt in diese alte Hütte gehen, wo wir damals schon waren. Vor 3 Folgen oder so.
Aber ich weise noch mal darauf hin, wenn es dir gefallen hat, das Video, dann lass doch gerne einen Däumchen nach oben da, weil wir sind schon wieder am Ende der Folge. Und falls du noch kein Abonnent bist, ne, Däumchen wären Däumchen. Und den Kanal darfst du gerne abonnieren, am besten mit der Glocke daneben. Dann verpasst du auch kein Video. In der nächsten Folge nehmen wir hier unseren Koffer und looten hinten noch weiter. Weil so wie es ausschaut, gibt es da noch etwas. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, dein Blacksat. Tschüss.